Il Divo, das sind vier gut aussehende junge Herren, die mit klassischer Musik erfolgreicher sind als viele andere. Über 25 Millionen Platten haben sie weltweit schon verkauft und das neueste Album von den vier Schaumbolzen kommt nächste Woche in die Läden. Der Luzerner Urs Bühler ist einer von diesen vier Tenören, aber er steht abseits von der Klassikbühne auf härtere Sachen. Das ist Urs Bühler, der Tenor, wie man ihn kennt. So haben wir ihn getroffen in einem Musikladen in Zürich, wo der Sänger seiner heimlichen Leidenschaft nachgeht. Die Passion für E-Gitarren begleitet den 40-Jährigen bis heute. Denn als Jugendlicher war der Tenor Leadsänger und Gitarrist in einer Heavy-Metal-Band. Ja, vielleicht ist das ein kleiner Kompensationsgedanke. Weil natürlich, wenn ich jetzt laute Musik mache, dann tue ich ja niemandem damit weh, außer meinen eigenen Traumaufbau. Und ja, vielleicht ist das ein kleines Ventil. Zum Dampf ablassen. Mit Il Divo reist der Tenor um den ganzen Erdball. Die Gesangsgruppe aus vier Nationen hat bis heute über 25 Millionen Alben verkauft. Sein jetziges Leben und der Erfolg stehen im krassen Gegensatz zu seiner Jugend. Ich nehme das sicher nicht für selbstverständlich. Das ist so, ich glaube, wenn ich eine Sorge habe im Leben, dann hoffe ich, dass ich clever genug bin, dass ich mit dem finanziellen Wohlstand, den ich erreicht habe, weiss, wer das ist und gut damit umgehen. Egal, wo der smarte Luzerner mit seinen drei Kollegen auftritt, die Fans sind außer sich. Vor allem die weiblichen liegen Il Divo zu Füßen. Umso mehr genießt es der Tenor, wenn er in die ruhige Schweiz zurückkehrt. Ich habe 25 Jahre lang in Willisau gewohnt. Und ich habe bei weitem nie in der Welt nur annähernd so lange gewohnt. Und das ist etwas, das ich nie werde und nie will auslöschen aus meiner Vergangenheit. Und das hat natürlich geprägt, wer ich bin und wie ich bin. Der Tenor lebt glücklich verheiratet mit seiner Frau und einer dreijährigen Tochter in London. Die Familie kommt aber derweil zu kurz. Vor allem dann, wenn der Familienvater mit Il Divo auf Tournee ist. Ich bin mittlerweile schon so dran, dass der Moment, wo ich die Haustür hinter mir zumache, fehlen sie mir schon. Die Kleine muss sich noch einen Monat gedulden müssen, bis der Vater wieder von seiner Reise zurück ist. So lange ist Il Divo die Familie des Tenors.